Herzlich willkommen zum Talk über ES7 und was dahinter noch so kommt in Verbindung mit Babel. Irgendwie läuft hier noch Musik, aber ich gewöhne mich irgendwie dran, glaube ich, hoffe ich. Mein Name ist Golo Roden und ihr findet mich auf Twitter unter @goloroden und auf GitHub und so weiter auch. Und der Name ist ja jetzt nicht ganz so häufig, also wer mich googelt, findet mich auch so. Und also das ist meine einzige Folie, die ich gemacht habe und die kommt jetzt auch direkt weg. Und genau, ich wollte euch gerne ein bisschen was über ES7 erzählen. Also ES5 ist ja inzwischen eigentlich Schnee von gestern, ES6 haben wir inzwischen auch alle irgendwie zumindest schon mal gesehen. Wer arbeitet schon regelmäßig mit ES6? So. Oh, wow, das sind doch erstaunlich viele, also hätte ich jetzt weniger erwartet. Und ES6 war ja ein Riesensprung, was so die Sprachfeatures angeht, sind ja viele, viele, viele kleine Neuigkeiten dazugekommen, wo man am Anfang vielleicht so gedacht hat, wenn man ES6 sieht, naja, so, okay, Lambda-Syntax, die Arrow-Syntax für die Expressions, okay, nett, aber ist das jetzt so weltbewegend? Und wenn man aber mal eine Zeit lang mit ES6 arbeitet, dann merkt man auf einmal, wie die Dinge so ineinander greifen und die Arrow-Syntax für sich genommen ist tatsächlich nicht so wahnsinnig aufregend. Auch das Const-Schlüsselwort ist für sich nicht so wahnsinnig aufregend. Aber halt alle diese vielen, vielen, vielen Kleinigkeiten zusammengenommen, die ergeben halt auf einmal doch ein ganz anderes Programmiererlebnis, wo man das Gefühl hat, man hat teilweise sowas wie eine andere Sprache vor sich. Wow, super, danke. Und das Schöne ist, dass ja irgendwie ES5, das ist ja schon alter, also wirklich ein alter Hut, und es hat sich ja jahrelang im Grunde genommen nichts getan. Und ganz interessant ist, dass ES6, jetzt mache ich die Folie doch nochmal auf, ES5 ist ja die fünfte Version von ECMAScript, wobei das nur so bedingt stimmt. Eigentlich ist es die vierte Version oder die fünfte, je nachdem, wie man zählt. ECMAScript hat eine ganz interessante Versionshistorie hinter sich, weil alles fing an mit ECMAScript 1, logisch. Naja, wobei, wir sind Entwickler und Entwicklerinnen, 0-basiert versus 1-basiert ist nicht immer so klar. Danach kam ES2, ES3. Und bei ES3 war es dann so, das ist so die Zeit so des ersten großen Browserkriegs gewesen. Und damals hat man ja versucht, sich irgendwie als Browserhersteller darüber zu etablieren und besonders hervorzutun, dass man besonders tolle, ausgefallene Sachen einbaut. Und das Ganze hat sich halt immer mehr verzettelt. Und dann war halt die Idee, man hat auch gemerkt, ECMAScript bzw. JavaScript, als das entstanden ist damals, es ist so ein bisschen in der Nacht-und-Nebel-Aktion entstanden. Also so der Mastermind hinter JavaScript ist ja Brandon Eich. Und Brandon Eich hat mal geschrieben, dass er den Job bei Mozilla, beziehungsweise damals bei Netscape, darf man ja heute nicht mehr sagen, da wird man immer von jungen Leuten gefragt, was ist Netscape, angefangen hat, so mit dem Promise irgendwie Scheme in den Browser zu bringen. Scheme ist ein Lisp-Dialekt. Und er hat einen Blog-Eintrag mal geschrieben, dass er also angeblich, das ist so die Anekdote, dass er also 10 Tage Zeit hatte, um quasi die erste JavaScript-Runtime zu schreiben und in den Browser zu bringen. Ich hatte mal einen Kollegen, der hat, das ist ein Hobby, war es halt, neue Programmiersprachen zu lernen, und der hat so Sachen gebracht wie, montags morgens erzählt hat er dann, ja, ich habe mir am Wochenende Fortran angeguckt und um irgendwie Fortran zu lernen, habe ich einen COBOL-Compiler geschrieben. Ich kannte beide vorher nicht. Es gibt so Leute, die können das, aber 10 Tage, also selbst wenn man so drauf ist, 10 Tage für eine Sprach-Runtime finde ich schon ziemlich sportlich und ziemlich Herausforderung. Und das erklärt vielleicht auch, warum einige Dinge in JavaScript so ein bisschen quirky sind und sich das Ganze vielleicht an manchen Stellen nicht so ganz so anfühlt, wie es vielleicht sein sollte. Naja, auf jeden Fall ES3 war da, die Entwickler oder die Hersteller von den Browsern wollten viele tolle neue Sachen einbinden und man hat sich an einen Tisch gesetzt und hat gesagt, lass uns doch mal drüber reden, wie wir das Ganze vielleicht unter einen Hut bringen. Und lass uns möglichst alle ins Boot holen, dann können nämlich alle irgendwie mitreden. Und wie das immer so ist, wenn man sich zu zweit an den Tisch setzt und quatscht, kommt was bei raus. Wenn man sich zu 20 an den Tisch setzt und quatscht, kommt meistens nichts bei raus. Und insofern geplant war also ein ECMAScript 4. Und dabei haben sie sich total verzettelt und irgendwann kam man an den Punkt, wo man gesagt hat, ach nee, lass uns ES4 lieber erst gar nicht machen. Das wird zu viel und wir kriegen das nicht konsistent hin und insofern ist diese Version also ausgefallen.
So, dann kam ECMAScript 5 und dann kam man auf die Idee, dass die Probleme, die JavaScript hat, immer noch nicht gelöst sind, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, die nochmal anzugehen. Also hat man gesagt, na gut, lass uns in ES6 einen zweiten Anlauf nehmen und dieses ES6, um halt sozusagen nochmal zu zeigen, wir setzen uns alle nochmal an einen Tisch und wir haben uns alle lieb, kriegt ES6 einen Codenamen, wir nennen ES6 Harmony. Und von daher, wenn man von Harmony spricht, ist immer ES6 gemeint. Hat sich zum Beispiel daran gezeigt, dass Node lange Zeit ein --Harmony-Flag hatte, mit dem man experimentelle Sprachfeatures aktivieren konnte. So, jetzt hat die Entwicklung von ES6 aber ziemlich lange gedauert und das ist ja bei HTML5 auch nichts anderes. HTML4 ist von 1999, jetzt muss man sich mal überlegen, wann HTML5 irgendwie so marktreif rauskam, also die Spezifikation, da liegt ein Jahrzehnt und mehr dazwischen. Und Geschwindigkeit ist komisch, die JavaScript-Szene, die JavaScript-Community ist ja extrem schnell, aber irgendwie so die Standardisierung dahinter, die braucht halt ewig lange. Und deswegen hat man dann entschieden, als ES6 alias Harmony dann mal soweit war, wir machen das zukünftig anders, wir bringen zukünftig häufiger Updates, und zwar jährlich. Und wir machen nicht mehr, dass wir uns einen bestimmten Feature-Satz vornehmen und sagen, ja, dieser Feature-Satz muss fertig sein und dann bringen wir eine neue Version, sondern wir legen einfach relativ willkürlich fest, wir bringen einfach jedes Jahr im Februar eine neue Version und was halt bis dahin fertig ist, kommt rein und was nicht, nicht. So. Und deswegen, weil man damit mit ECMAScript 6 sozusagen den Startschuss setzen wollte, hat man dann also gesagt, okay, lasst uns ES6 vielleicht einfach ES2015 nennen. So. Jetzt ist das der Plan gewesen und natürlich gab es schon Überlegungen, wie es weitergehen könnte, also ES7 und ES8. Jetzt ist ES7 aber ja natürlich vom Namen her nicht mehr ES7, weil jetzt müsste es ja eigentlich ES2016 heißen. Jetzt ist aber ES7, das was für ES7 mal angedacht war, nicht das, was im Februar 2016 fertig war. Also hat man hier eine Version ES2016 eingeschoben, die ist tatsächlich auch im Februar erschienen und hat genau zwei Neuerungen gehabt. Das eine ist der Stern-Stern-Operator, dass ich, wenn ich zwei Zahlen potenzieren will, bisher musste ich schreiben math_pow 2,3, das ist dasselbe wie 2 hoch 3. Jetzt kann ich schreiben 2 Stern-Stern 3, das ist die eine Neuerung in ECMAScript 2016, das ist also dasselbe. Das ist das, was man in den meisten anderen Sprachen so schreiben würde. Die zweite Geschichte ist, das Includes-Schlüsselwort, oder die Methode besser gesagt. Zum Beispiel, ich habe ein Array mit ein paar Zahlen und will jetzt wissen, ob das die Zahl 5 enthält. Und bisher ging das nicht, da musste ich immer mit Index_of arbeiten. Das, was man gerne hinschreiben möchte, ist Contains. Contains ist es aus irgendeinem Grund nicht geworden, falle ich jedes Mal drauf rein. Ich schreibe Contains hin, intuitiv, merke beim Schreiben, irgendwas ist falsch, mach's wieder weg und dann fange ich an zu überlegen, wie hieß diese blöde Funktion. Und also sie heißt includes, glaube ich. Und die liefert mir also true oder false zurück, macht also im Endeffekt einen Index off und vergleicht halt mit -1. Das sind die beiden Neuerungen, die wir in ECMAScript 2016 hatten. So, jetzt wird irgendwann ECMAScript 2017 kommen, also nicht irgendwann, sondern im Februar nächsten Jahres. Und jetzt ist so vielleicht eine ganz spannende Frage, was passiert denn so bis dahin und welche neuen Sprachfeatures sind denn so überhaupt angedacht und wie weit sind die denn so von der Implementierung und vielleicht, die Browserhersteller sind ja doch meistens relativ fix, vielleicht gibt es ja Sachen, die man auch schon nutzen kann. Auf der anderen Seite, bloß weil Chrome in der neuesten Version irgendwas schon ganz hervorragend unterstützt, will man es vielleicht noch nicht benutzen, weil im Internet Explorer 3, den man leider auch noch unterstützen muss, läuft es halt nicht. Irgendwie hat man so ein Dilemma. Eigentlich will man die coolen, hippen, neuen Sachen machen, nur die Kunden wollen die coolen, hippen, neuen Sachen halt nicht so unbedingt mitmachen. Also wollen sie schon, aber geht halt manchmal nicht. Ne? Also gerade Behörden oder große Konzerne tun sich da ja manchmal ein bisschen schwer. Und also irgendwo ist da so ein Dilemma zwischen alter Welt und neuer Welt. So. Und jetzt muss man erstmal wissen, wenn neue Features sozusagen in die Sprache reinkommen sollen, dann durchlaufen die verschiedene sogenannte Stages. Und je nachdem, in welchem Stage etwas ist, also da gibt es klar definierte Punkte, Stage 0 ist einfach nur mal quasi die Idee. Und dann Stage 1, Stage 2, Stage 3 und so weiter, diese Schritte werden halt durchlaufen.
Und je nachdem, ob über das Feature halt schon mal gesprochen wurde, ob man sich irgendwie mit allen relevanten Parteien auf eine gemeinsame API einigen konnte, ob das Ganze eine gewisse Stabilität erreicht hat, bevor es dann eben in die nächste Sprachversion einfließt. So, und die eine große Sache, die in ECMAScript 7 voraussichtlich drin sein wird, die also ECMAScript 2017 sein wird, das sind zwei Schlüsselwörter, auf die vermutlich viele von uns sehr sehnsüchtig warten. Das ist Async und Await. So, über die möchte ich ein bisschen was erzählen. C-Sharp-Entwickler und C-Sharp-Entwicklerinnen kennen die beiden Schlüsselwörter, aber in anderen Sprachen ist das vielleicht noch nicht so verbreitet. Und das Problem ist einfach Folgendes, was damit gelöst werden soll. Wenn wir klassischen JavaScript-Code uns angucken, das wird immer mit Node verbunden, aber eigentlich ist das Käse, weil das hat was mit JavaScript, mit der Sprache an sich zu tun. Dann haben wir Callbacks, wenn wir irgendwas haben, was asynchron ist. Und in JavaScript ist halt nun mal eigentlich fast alles asynchron per se. So, und typischer JavaScript-Code sieht dann deswegen so aus, irgendwie Database, get by ID, 23, dann haben wir einen Callback und der liefert dann einen Record und dann gehen wir an das File-System, machen irgendwie Read-File, wir laden irgendein Template, Markdown-Templates. So, und wir haben die nächste Funktion mit einem Callback und wir haben die nächste Funktion mit einem Callback und wir haben die nächste Funktion mit einem Callback und wir kriegen so lustigen Code, der so treppchenmäßig aussieht. Und dieser Code, der manchmal geht man auch wieder ein Stück nach links und fängt dann die nächste Treppchenebene an. Das heißt, man kriegt so eine Form, die sieht von weitem so ein bisschen so aus, wie Kinder vielleicht einen Tannenbaum malen. Und das ist also von daher Tannenbaumcode, beziehungsweise Weihnachtsbaumcode oder gerne bezeichnet als Callback Hell. Und das Problem kennen vermutlich die meisten von uns. So, und was halt noch ziemlich nervig dazukommt, ist, hier haben wir diesen R-Parameter, das ist ja in Node eine Konvention, dass wenn wir einen Callback haben, weil das Ganze asynchron läuft, können wir nicht mit Try-Catch arbeiten, weil Exceptions halt irgendwann kommen und das Try dann schon längst passé ist und wir müssen irgendwie auf diesen R-Parameter beim Callback ausweichen. Das Problem bei diesem R-Parameter, oder andersrum gesagt, das Schöne an der Exception ist, wenn ich eine Exception nicht fange, dann crasht meine Anwendung. Das Blöde an so einem R-Parameter ist, wenn ich diesen R-Parameter nicht auswerte, dann passiert überhaupt nichts. Das heißt, dieser Code, wenn ich den so laufen lassen würde, würde natürlich auch nicht funktionieren, logisch. Aber sinngemäß, falls halt bei diesem Datenbankzugriff irgendwas schiefgehen sollte, würde der Fehler eben verschluckt werden. Das heißt, ich müsste hier eigentlich noch einbauen, wenn es einen Fehler gab, dann mache irgendwas, behandle den Fehler. Und wo ich immer dran denken muss, ist, er soll natürlich danach nicht weitermachen. Das heißt, ich habe hier auch noch einen Return. Wenn man jetzt zum Beispiel in seinen ESLint-Regeln, so wie das bei uns ist, die Regel drin hat, vor einem Return muss eine Leerzeile stehen, dann sieht das Ganze so aus. Und das Ganze haben wir natürlich da unten nochmal. Und man sieht schon, der Code wird halt übersichtlich, ist anders. Das Ganze bläst sich sehr auf. Außerdem wird sich auch wieder bei uns ESLint-Regel beschweren, dass diese innere R-Variable die äußere shadowt. Das heißt, man geht hin und benennt das vielleicht auch noch um in R-Database und das hier benennt man um in read-file R und dann wird sich bei uns ESLint wieder beschweren, weil der Error-Parameter das Wort R am Anfang stehen muss und das heißt, es müsste so heißen und hallo, ich wollte irgendeinen blöden Record aus der Datenbank lesen, ein Template laden und das war's. Also, und ich habe jetzt schon 20 Bildschirmzeilen vollgeschrieben, wofür für Template aus dem Dateisystem laden und irgendwie einen Record aus der Datenbank laden. Und das ist irgendwie so ein bisschen Overkill. So, und dann kam man halt auf die Idee, wir müssen daran was ändern und führen ein neues Konstrukt ein, nämlich die sogenannten Promises. Promises sind jetzt auch in der Sprache enthalten, konnte man früher immer schon nutzen über zusätzliche Libraries wie Q oder Bluebird oder gibt es ganz viele. Und ES6 alias ES2015 hat eine neue Syntax eingeführt. Da könnten wir jetzt eine Funktion, zum Beispiel diese Database get by ID, könnten wir jetzt anders schreiben als bisher. Wir könnten also sagen, wir haben also ein Database-Objekt
Und dieses Database-Objekt bekommt also eine GetByID-Funktion. Und wenn wir die Callback-Hell loswerden wollen, ja, dann müssen wir die Callbacks loswerden. Und das heißt, hier haben wir einen Parameter, das ist also eine ID. Das hier hinten, das ist das, was wir loswerden wollen. Das heißt, wir haben hier keinen zweiten Parameter. Und das Problem an der Stelle ist jetzt einfach, wenn wir keinen Callback mehr haben, um das Ergebnis zurückzuliefern, wie kriegen wir das Ergebnis aus der Funktion nach außen? Naja, ganz klassischer Weg, wir machen einen Return Value. Also, das heißt, hier drin Return irgendwas. Jetzt ist aber das Problem, wenn dieses Abfragen aus der Datenbank ja asynchron passiert und JavaScript kennt das Konzept Warten nicht, dann returnt mein Return zu früh. Das heißt, ich starte irgendeinen asynchronen Vorgang, Zugriff auf die Datenbank und returne. Und das eigentliche Ergebnis kommt erst danach, wo meine Funktion schon längst nicht mehr da ist. Und ja, und da kann man eben auf die Idee, ein Promise zu verwenden. Ein Promise ist, wie der Name schon sagt, ein Versprechen. Das heißt, was ich dir zurückgebe, ist nicht das Ergebnis, aber was ich dir zurückgebe, ist das Versprechen, dass ich dir in Zukunft irgendwann mal das Ergebnis liefern werde. Und wie das mit Versprechen so ist, ich habe zwei Optionen. Entweder kann ich ein Versprechen einhalten oder ich kann ein Versprechen brechen. So, also, um ein Promise zurückzuliefern, sagen wir also Return New Promise. Früher, ganz viele Libraries haben mit noch einem Defer-Aufruf gearbeitet und sonst was. Es ist viel einfacher geworden mit der ES2015-Syntax. Ich sage einfach Return New Promise. Und damit da drin jetzt auch noch irgendwas passiert, kriegt diese Promise-Funktion oder dieser Promise-Konstruktor, der hat einen Callback. So, und da gibt's dieser Callback hat zwei Parameter, nämlich Resolve und Reject. Da drin mache ich jetzt meinen eigentlichen Datenbankzugriff und kann danach, gibt's zwei Möglichkeiten, wenn also irgendwo was schiefgegangen ist, ja, der Code kommt uns irgendwie bekannt vor, dann sage ich, ich rejecte das Promise und ansonsten, wenn ich ein Ergebnis bekommen habe, dann sage ich, ich resolve das Promise und gebe das Ergebnis nach draußen. Und selbe Stolperfalle wie vorher auch. Ich möchte natürlich, dass er nach dem Rejecten aufhört. Das heißt, ich muss einen Return einfügen. Und wenn man, ja, ich sagte schon irgendwas über ESLint, ne? Leerzeile hier, ja. Und deswegen geht man dann sehr gerne hin und sagt, okay, für den Rückgabewert der Reject-Funktion interessiert sich eh kein Mensch. Also könnten wir das Return auch hier vorne dran schreiben. Das ist immer so ein bisschen verwirrend für Leute, die neu mit JavaScript anfangen, wenn sie dieses Pattern sehen, aber es funktioniert hervorragend. So, und was wir durch dieses ganze Konstrukt, ich speichere die Datei mal, dann kriegen wir nämlich ein bisschen Syntax-Highlighting, was wir durch dieses ganze Konstrukt bekommen, ist, dass ich also jetzt hier unten database.getById aufrufen kann. Ich kann die ID übergeben und dieses ganze Callback-Zeug da unten kann ich mir sparen, weil was ich jetzt zurückbekomme, ist ein Promise. Yay. Das heißt, wir können hier sagen, const mein Record ist database get by ID. Und in dem Moment, wo ich diese Zeile hingeschrieben habe, fällt mir ein, oh verdammt, ich kriege ja gar nicht den Record zurück, ich kriege ja nur ein Promise zurück, was mir verspricht, du bekommst diesen Record vielleicht. Also haben wir hier so einen Record-Promise. Wie warte ich jetzt drauf, dass dieses Versprechen eingelöst wird? Oh, ein Promise hat eine Then-Funktion. Wenn dieses Versprechen irgendwann eingelöst wird, dann mach bitte Folgendes. Ja, dieses Dann, da bekomme ich jetzt also den tatsächlichen Record übergeben. Das ist das Result von hier oben, was beim Resolve aufgerufen wird. Ja, und wie schreibe ich jetzt Code, der damit irgendwas machen kann? Hahaha, ich schreibe einen Callback. Und was auffällt, ist, dieser Callback hat keinen Error-Parameter. Das liegt daran, nicht, dass ich ihn vergessen habe, sondern er hat ihn tatsächlich nicht. Und stattdessen gibt es hier unten noch ein Catch. Und da kann ich jetzt sagen, wenn also ein Fehler auftritt, dann behandle diesen Fehler und mach halt irgendwas. So, jetzt haben wir erstmal nur eine neue Syntax gewonnen. Jetzt ist der nächste Punkt. Jetzt wollten wir ja irgendwas aus dem Dateisystem laden. Da das Ganze eh nur Pseudocode ist, schreibe ich die Dateisystem-Laden-Funktion jetzt nicht.
angenommen, wir hätten eine fs-read-file-Funktion, die ohne Callback funktionieren würde. Dann würden wir also hier sagen, template-md, bekämen hier ein template-promise zurück und könnten dann sagen, template-promise.then, template-callback, catch, r, und do something. So, und wenn man sich das jetzt so anguckt, dann denkt man sich, really? Das soll jetzt die Lösung sein für die Callbacks? Also was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt halt keine Callbacks mehr direkt an der Funktion hängen. Wir haben jetzt halt die Verschachtelung in den then-Funktionen. Super. Voll viel gewonnen. Okay, wir können es ein bisschen einfacher machen. Zuerst mal fällt auf diese record-promise-Funktion hier, oder dieses record-promise-Objekt, besser gesagt. Das verwenden wir nur an einer Stelle, nämlich hier. Und das ist quasi direkt hier hinten dran. Wir könnten uns also sparen, diesen Rückgabewert explizit hinzuschreiben und können das so aufschreiben. Das Gleiche gilt natürlich hier für das Template-Promise. Das können wir hier also auch so machen und können das so hinschreiben. Das ist schon ein bisschen besser. So richtig schnuckelig sieht das Ganze noch nicht aus. Vor allem diese zwei Catch-Phrases da, die sind irgendwie so ein bisschen blöd. Und das Schöne ist, dass wir die auch gar nicht beide brauchen. Wir können dieses innere Catch einfach mal streichen. Es ist trotzdem diese Verschachtelung von den Thens noch relativ blöd. Und auch dafür gibt es zum Glück eine Lösung bei Promises. Wir können nämlich hingehen und sagen, also wir sagen get by ID, then. Und jetzt haben wir ja eben schon gesagt, diese Funktion hier liefert ein Promise zurück. Und statt an dieses Promise uns jetzt direkt mit dem then dran zu hängen, gehen wir hin und returnen dieses Promise einfach. Und jetzt ist dieses Promise das Ergebnis von dem Callback, von der then-Funktion, mit dem Resultat, dass wir hier das nächste then dranhängen können. Jetzt können wir also anfangen, then-Aufrufe zu chainen. Und damit wird das Ganze schon ein bisschen leserlicher, weil ich jetzt im Grunde genommen immer irgendwas then, return, catch als Pattern habe. Und ich habe zwar immer noch jede Menge Callbacks, aber ich habe zumindest schon mal diese Endlosverschachtelung aufgelöst. Wenn man sich überlegt, wie das so im Idealfall richtig aussehen sollte, ist das aber natürlich immer noch weit entfernt von dem, wo ich eigentlich hin will. Aber das Gute ist, wir haben die Callbacks weg. Wenn ich mir jetzt überlege, wie das Ganze eigentlich aussehen sollte, dann cool wäre so synchroner Code. Also schön wäre halt, wenn ich hier vielleicht einfach sagen könnte, const record ist gleich database get by ID, fertig, und const template ist gleich fs-read-file-template, und um den Fehler zu behandeln, oder um Fehler zu behandeln, die dabei auftreten könnten, packe ich das Ganze in try-catch, und das wäre toll, das wäre irgendwie lesbar und das wäre so richtig schön synchroner Code. Ja, das einzige Problem ist halt nur, es ist halt leider nicht synchron, weil die Zugriffe asynchron sind. Und es ist relativ einfach, eine synchrone Funktion asynchron auszuführen, indem man einfach ein Set-Timeout einbaut. Aber etwas, was halt per se asynchron ist, kriege ich halt schlecht synchron. Weil dazu müsste ich das Konzept des Wartens kennen. So, das ist jetzt der Stand der Dinge mit ES 2015. Fast. Jetzt kommt man in ES 2015 zu einem neuen Sprachfeature, was ziemlich abgedreht ist, aber ziemlich cool gleichzeitig. Und zwar ist das das Yield-Schlüsselwort. Wer von euch verwendet denn das Yield-Schlüsselwort ab und an mal? 3, 4? Das sind erschreckend viele. Also normalerweise melden sich da deutlich weniger. Das Lustige ist, ich habe vorhin ja schon mal C-Sharp angesprochen. In C-Sharp gibt es auch ein Yield-Schlüsselwort seit 2005. Und wenn man in der C-Sharp-User-Group fragt, da melden sich auch nicht mehr Leute. Also das ist, von daher, braucht euch nicht zu beunruhigen. Das ist normal. Okay, es macht halt nur kein Mensch Ruby. Spaß. So, was ist dieses Yield-Schlüsselwort? Angenommen, ist jetzt ein etwas an den Haaren herbeigezogenes Beispiel, gebe ich zu. Es dient auch nur kurz zur Demonstration für das Yield-Schlüsselwort und das wird danach wichtig. Die Idee von Yield ist folgende. Stellt euch vor, ihr wollt irgendwie eine große, ihr sucht eine bestimmte Primzahl. Das ist immer mein Lieblingsbeispiel an der Stelle. Ich mag Primzahlen. Ihr sucht eine Primzahl, und zwar die erste Primzahl,
die mindestens 7-mal die Ziffer 4 enthält. Warum? Keine Ahnung, das müsst ihr mir sagen, ist euer Problem, nicht meins. So, wie macht man das? Man braucht eine Funktion, die Primzahlen berechnet. Weil mir das jetzt zu aufwendig ist, nehme ich einfach Quadratzahlen, kommt auf selbe raus, es geht nur um den Vorführeffekt. Also, wir haben eine Funktion getSquares und diese Funktion, weil wir ja schon wissen, dass sie mindestens so und so viel Mal die 4 enthalten soll, wir brauchen nicht bei 1 anzufangen, es wäre also intelligent, irgendwie ein Minimum anzugeben und damit die Funktion nicht endlos läuft, vielleicht auch ein Maximum. So, und dann haben wir ein Ergebnis, es sind ja mehrere, nehmen wir ein Array, das heißt, am Schluss haben wir irgendwo ein Return Squares und wir haben in der Mitte haben wir eine Vorschleife, wo wir von Min bis Max zählen und jeweils das Quadrat der Zahl i, der Variablen i, in dieses Ergebnis-Array pushen. I mal i ist ja das gleiche wie i Quadrat. Wie gut, dass es diesen tollen neuen Operator gibt. Ach verdammt, und dann benutzt man ihn auch noch falsch. Also wir können natürlich auch einfach i mal i schreiben. So, und yield.js. So, und jetzt können wir hier unten natürlich hingehen können sagen, okay, unsere Squares ist also getSquares von irgendwie hier bis da. Und jetzt lassen wir die berechnen und dann gucken wir die halt mal durch. Das Problem ist, wenn wir die berechnen lassen, also wenn wir jetzt nicht gerade über Quadratzahlen reden, sondern beispielsweise über Primzahlen, dann dauert das eine Weile. Und das Blöde ist, wir suchen ja die erste Primzahl, für die eine bestimmte Bedingung gilt. Das heißt, es kann sein, dass es die dritte, die wir finden, die hat das Ergebnis oder auf die trifft diese Bedingung zu. Vielleicht ist es auch die 5-millionste, okay, da sind keine 5 Millionen Primzahlen drin, aber irgendeine sehr weit hinten halt. Vielleicht ist auch gar keine drin und wir müssen das Ganze nochmal machen. Das ist so ein bisschen unglücklich. Das heißt, eigentlich wollen wir nicht mehr berechnen, als unbedingt erforderlich ist. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich irgendwie weit genug rechnen, um uns da jetzt nicht von Hand rantasten zu müssen. Das wäre ja cool, wenn das der Computer machen könnte. Und das ist halt hier irgendwie so ein bisschen problematisch. Außerdem, wir gehen jetzt von 100.000 bis 10 Millionen. Also wir berechnen 9.900.000 Zahlen. Jede von denen belegt 64 Bit im RAM. Wie viel das insgesamt belegt, dieses Array, könnt ihr euch selber ausrechnen. Das ist viel. Und wofür? Dafür, dass wir eine blöde Primzahl finden. Und das ist irgendwie, es fühlt sich nicht gut an. Und jetzt wäre halt so die Idee, es wäre doch eigentlich schick, wenn man dieser getSquares-Funktion sagen könnte, hey, berechne einfach mal so die nächste Quadratzahl, gib mir die, dann gucke ich mir die an. Und wenn das die richtige war, dann hör auf und ansonsten mach weiter und berechne wieder eine. Das hieße, dass wir an der Stelle gar kein Array mehr zurückgeben müssten, was eine Menge Speicher sparen würde. Und das hieße auch, dass wir hier, also da haben wir natürlich auch keinen Push mehr, dass wir hier sagen könnten, wir berechnen einfach i mal i, speichern das in Square und jetzt müssen wir das Ding irgendwie rausgeben. Ja, wie gebe ich aus einer Funktion irgendwie was raus? Ah, super einfach, wir machen einen Return. So, wenn ich jetzt getSquares aufrufe, dann passiert nicht so ganz das. Doch, dann passiert sehr wohl das, was ich haben wollte. Es wird eine Zahl berechnet, die kriege ich zurück, kann mir die angucken und wenn es die war, dann ist alles wunderbar. Das einzige Blöde ist nur, wenn es nicht die passende war und ich rufe die Funktion wieder auf, dann kriege ich jetzt ja nicht die nächste, weil er macht logischerweise nicht weiter, sondern er fängt wieder von vorne an. Das heißt, das Return ist wie so eine Stopptaste. Was ich eigentlich haben wollen würde, wäre keine Stopptaste, sondern eine Pause-Taste. Das heißt, es wäre echt cool, wenn ich beim nächsten Aufruf von getSquares nicht wieder vorne anfangen würde, sondern hinter diesem Return weitermachen könnte und dann sozusagen diese Schleife fortsetzen könnte. Und genau das macht Yield. Yield ist die Pause-Taste fürs laufende JavaScript-Programm. So, wenn ich das so ausführen würde, würde es natürlich nicht funktionieren. Natürlich nicht. Weil das Yield-Schlüsselwort funktioniert nicht in Functions. Das Yield-Schlüsselwort, damit das funktioniert, muss in einer sogenannten Generator-Funktion enthalten sein. Eine Generator-Funktion bekommt man, indem man dem Function-Keyword noch einen Stern dranhängt. Alternativ kann man den Stern auch vor die Parameterliste schreiben
oder ihnen dazwischen schreiben. Das finde ich immer besonders elegant. Wir multiplizieren die Funktion mit ihren Parametern. Was kommt dabei raus? Naja, so, jetzt haben wir also eine Generatorfunktion. Was ist das? Eine Generatorfunktion ist eine Funktion, wenn wir die jetzt aufrufen, so hier mit getSquares, dann passiert da erstmal überhaupt nichts. Was die uns zurückliefert, ist ein Objekt. Und man fragt sich, wo zum Kuckuck kommt hier ein Objekt her? Und was ist das für ein Objekt? Und dieses Ding da oben, das heißt Generatorfunktion, weil sie uns ein Generatorobjekt zurückliefert. Ah, jetzt wird alles klar. So, wie gehen wir jetzt bei diesem Generatorobjekt vor? Bis jetzt ist noch kein Code da oben aus dieser getSquares gelaufen. Dieses Generatorobjekt hat eine Funktion, die heißt next. Und wenn wir diese next-Funktion aufrufen, das ist jetzt quasi wie die Play-Taste, das heißt jetzt, hey, JavaScript, führ da oben die getSquares-Funktion aus, und zwar so lange, bis du auf ein Yield stößt. Das heißt, er initialisiert die Schleife, beginnt mit der Schleifenausführung, berechnet die erste Quadratzahl, kommt an das Yield und returnt die aktuelle Quadratzahl. Das heißt, das Ergebnis hiervon ist wieder ein Objekt und das hat eine Value-Property. Ich kann mit so großen Zahlen nicht rechnen. Und da stecken zwei Properties dran, nämlich zum einen der Value und zum zweiten eine Property Done, die mir jetzt sagt, nö, die Funktion ist noch nicht zu Ende gelaufen. Und jetzt passiert erstmal nichts mehr, weil ich habe auf Pause gedrückt da oben mit dem Yield. So, Pause. Bis ich am Generator wieder Next aufrufe. Und das heißt jetzt, ich drücke in der Funktion da oben jetzt wieder auf Play. Das heißt, jetzt geht es hinter dem Yield-Schlüsselwort weiter. Das heißt, als nächstes kommt hier diese schließende, geschweifte Klammer. Das heißt, die Schleife geht in die nächste Iteration. Ich berechne die nächste Quadratzahl. Ich komme wieder bis zum Yield. Ah, ich drücke wieder auf Pause, gebe das Ergebnis raus. Und ich bekomme jetzt als Value 4 raus. Und bin natürlich immer noch nicht fertig. Dann rufe ich wieder Next auf. Ich kriege die 9, wieder Next, kriege die 16 und so weiter. Das heißt, ich habe jetzt wie so ein Ping-Pong-Spiel zwischen der Generatorfunktion, oder besser gesagt dem Code in der Generatorfunktion, und dem Code, der die Generatorfunktion mit Next steuert. Und es geht immer hin und her, die wechseln sich ab. Jetzt ist es ein bisschen unpraktisch, da immer mit Next, Next, Next zu arbeiten. Und deswegen gehe ich hin und habe eine Vorschleife, das ist die sogenannte For-Off-Schleife, und kann hier sagen, For Square, Let Square Off Get Squares, von 1 bis 100. Und ich bekomme, diese Schleife macht das Ganze mit dem Next und dann mit dem Done alles unter der Haube für mich. Und ich kriege jetzt für Square nach der Reihe nach 1, 4, 9, 16 und so weiter. Damit ist das Ganze, die Handhabung, viel, viel einfacher. So, und jetzt kommt der Twist. Jetzt kommt das, wofür das Ganze überhaupt gut ist, was das Ganze jetzt überhaupt mit der Zukunft zu tun hat und mit asynchroner Programmierung und so weiter. Wir sehen das die ganze Zeit so an, dass das hier oben die Funktion ist, die kontrolliert wird, und das hier unten, das ist die Funktion oder das ist der Code, der kontrolliert. Die Hauptausführung, sozusagen die Main, ist das hier unten. Das hier ist das, was von der Main aufgerufen wird. Und das, was wir jetzt im Kopf versuchen müssen zu drehen, ist, wir vertauschen die Rollen. Wir sagen einfach mal, dass da oben in der Generatorfunktion, wir tun so, als wäre das die Main-Funktion. Und angenommen, das wäre die Main-Funktion, also wir blenden das mal kurz aus. Was hieße das? Wir könnten in unserer Main-Funktion also eine Vorschleife schreiben, so wie wir das bisher auch können. Wir können irgendeine Berechnung machen, so wie wir das bisher auch können. Und wir können jetzt in der Main-Funktion auf Pause drücken. Das heißt, wir können warten. Ein Konzept, was es in Node und in JavaScript so eigentlich erstmal überhaupt nicht gibt. Und zwar warten wir jetzt darauf, dass irgendeine höhere Instanz Next aufruft. Weil wir aber selber schon gerade die Main-Funktion sind, muss das irgendwo außerhalb passieren. Und jetzt ist es natürlich irgendwie relativ witzlos, hier zu sagen, wir yielden eine Quadratzahl, weil das interessiert da draußen niemanden. Was wir machen können, ist, wir könnten sagen, wir rufen zum Beispiel setTimeout auf. Und angenommen, setTimeout hätte auch diese Callback-Funktion nicht, dann könnten wir jetzt hier sagen, warte doch bitte mal eine Sekunde. Und natürlich möchte ich jetzt warten, bis diese Sekunde abgelaufen ist. Das heißt, ich yielde an der Stelle. Und das hieße jetzt so viel wie, mach ein Set Timeout von der Sekunde und drück auf Pause.
bis jetzt draußen irgendjemand auf Next aufruft und wieder auf Play drückt. Und angenommen, das Set Timeout, es hat keinen Callback. Was hätte es denn dann stattdessen, weil es ist ja asynchron. Ah, wir könnten einen Promise verwenden. Nicht bewegen, genau. Wir könnten einen Promise verwenden. Und wenn wir einen Promise von dem Ding hier zurückbekommen, dann yielden wir dieses Promise. Und dieses Promise, das hat ja eine Resolve-Funktion. Das heißt, draußen könnte irgendjemand darauf warten, dass diese Resolve-Funktion aufgerufen wird und dann bei uns wiederum Next aufrufen, damit es weiterläuft. Und damit könnten wir asynchronen Code so schreiben, als wäre es synchroner Code. Und das wäre halt schon ganz cool. Wir müssten also im Prinzip vor unsere Idealform hier, die so sehr synchron aussieht, weil das jetzt hier asynchroner Code ist, müssten wir also hier einfach nur sagen, wir yielden und drücken damit auf Pause und warten aufs Ergebnis. Und damit das Ganze funktioniert, müssten wir das Ganze also in eine Generatorfunktion verpacken. So, und dann ginge das. Und diese Kontrolle von außen, das Lustige ist, natürlich gibt es dafür ein NPM-Paket, was das macht. Dieses NPM-Paket heißt Co. Und wir können jetzt hier sagen, also wir können einfach statt das mit Do Something zu machen, wir können die Funktion direkt in Co reinpacken und können also hier sagen, wir übergeben dem Co diese Generatorfunktion. Und ich habe mich, als ich das ursprünglich mal kennengelernt habe, habe ich mich sehr gewundert, was ist das für ein seltsamer Name? Co. Wie kommt man denn drauf, so ein Package, was sowas macht, Co zu nennen? Also das ist so beliebig. Bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, wenn man das mal so liest, dann steht da Co-Function. Und dieses Konzept, quasi pausierbare Funktionen, das sind sogenannte Co-Routinen oder Co-Funktionen. Und insofern macht dieser Package-Name extrem viel Sinn. So, was hat das Ganze jetzt mit ES7 zu tun? Die Idee ist, dass wir in ES7 diesen Code hier nehmen können und gar kein Co mehr brauchen. Das kann die Sprache nämlich out of the box. Was wir dafür aber brauchen, ist, wir brauchen einen neuen Funktionstypen, weil auch Generatorfunktionen sind so ein bisschen, es ist ja jetzt mehr so irgendwie so ein Workaround und man kann sie halt zweckentfremden. Und was ES7 neu einführt, sind die sogenannten Async-Funktionen. Und in einer Async-Function habe ich kein Yield-Schlüsselwort, um auf etwas zu warten, sondern ich habe ein Await-Schlüsselwort. Das heißt, mit der Syntax bekomme ich jetzt eine Funktion, die ist asynchron. Ich kann in der asynchronen Funktion aber quasi synchronen Code schreiben und alles, was halt asynchrone Aufrufe wären, muss ich Await davor schreiben. Das ist also vom Prinzip her genau das Gleiche, wie es in C# auch funktioniert. Und das möchte ich jetzt gerne heute verwenden. So, das ist nämlich richtig schöner Code. Und das Lustige ist, das funktioniert sogar mit Try-Catch, wie man es erwarten würde. Das funktioniert mit den ganzen Kontrollstrukturen, wie Schleifen, so wie ich es erwarten würde. Alles wunderbar. Wird ziemlich massiv ändern, wie wir JavaScript-Code schreiben. Jetzt ist das einzig Blöde, um das halt verwenden zu können, muss ich halt warten, bis halt die Browser das so unterstützen. Es gibt einen Browser, der das schon unterstützt. Das ist nicht Chrome. Das ist Edge. Ja, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Wobei der Edge-Browser, muss man dazu sagen, der Edge-Browser ist ziemlich cool. Also da hat Microsoft echt eine Menge Hausaufgaben gemacht und haben sie echt einiges eingesteckt. Jetzt kann ich trotzdem nicht darauf warten, dass meine Kunden alle auf Edge migrieren. Das ist halt ein bisschen schwierig. Chrome ist übrigens dabei, das gerade einzubauen. Und es fällt ja auf, wenn man das so vergleicht, dass man dieses Async-Function relativ gut in Function-Stern übersetzen könnte und das Await relativ gut in dieses Yield übersetzen könnte und einfach noch hier so einen kleinen Wrapper drumherum bräuchte, der das Handling sozusagen übernimmt. Und das heißt, ich bräuchte so eine Art Compiler, der vielleicht modernen JavaScript-Code in alten JavaScript-Code übersetzt. Also zumindest mal ES7 nach ES6. Vielleicht wäre es auch cool, wenn man sowas dann schon hat, wäre es ja vielleicht auch noch ganz nett, einen Compiler zu haben, der vielleicht ES6 nach ES5 übersetzt oder nach ES3. Und zum Glück gibt es ein Projekt, was sowas kann. Dieses Projekt heißt Babel. Und Babel ist also ein JavaScript
Compiler, der JavaScript nach JavaScript übersetzt. Es gibt, by the way, auch ein, das ist das Tolle an der JavaScript-Community, es gibt auch ein Projekt, was alten JavaScript-Code in neuen JavaScript-Code übersetzt. Es heißt Lebab. Gibt's wirklich, also ist kein Witz. Und Babel ist ein Tool, was ich beispielsweise als Kommandozeilentool aufrufen kann. Es gibt auch ein eigenes Binary, was ich quasi interaktiv dann verwenden kann. Und Babel nimmt diese Übersetzung für mich vor. Und Babel, das Interessante an Babel ist, dass das Team von Babel halt nicht gesagt hat, ja, lass uns irgendwie jetzt einen Compiler bauen und der hat genau diese 20 Features. Ich habe ja heute Morgen gesagt, make simple things simple and complex things possible. Das heißt, vielleicht haben Leute ihre eigenen Ideen, was sie gerne kompilieren oder transpilieren lassen würden. Und eigentlich wäre es ja vielleicht gut, nur so eine Compiler-Infrastruktur zu bauen und bereitzustellen und vielleicht so ein paar Presets zu liefern, was man damit anstellen kann, weil vermutlich viele Menschen auf die Idee kommen, ES7 nach ES6 übersetzen zu wollen. Aber für die, die irgendwelche Spezialanforderungen haben, könnte man ja vielleicht auf die Idee kommen, so dass die eigene Plugins bauen können. Und man sieht hier oben schon, da gibt es den Punkt Plugins. Und bei den Plugins, da gibt es also ein ES2015 Preset. Ein Preset ist ein Bündel von Plugins. Und damit kann ich ES6 bzw. Harmony bzw. ES2015 Code nach ES5 zurückübersetzen. Und man sieht hier unten, es gibt für die verschiedenen Stages, die es gibt, gibt es Presets. Das heißt, je nachdem, wie advanced Sprachfeatures ich reinnehmen will, kann ich mir das raussuchen. Und es gibt hier unten auch noch Plugins für alles Mögliche. Und da unten unter Experimental findet man ein Plugin Async to Generator. Und dieses Async to Generator, da sieht man sehr schön, in ist einfach Async Await eine Funktion, out ist eine Function Stern, die ein Yield macht, die von einer Async-to-Generator-Funktion gerappt wird, was quasi das Babel-Pendant zu dem Co ist. Und Async-to-Generator, das injiziert Babel einfach da, wo es nötig ist. Und auf die Art kann ich also modernen JavaScript-Code in alten JavaScript-Code zurückübersetzen. Das Ganze hat inzwischen ziemlich große Auswirkungen, wofür Babel auch hervorragend geeignet ist. Man kennt es vielleicht aus dem React-Umfeld. React hat so eine eigentlich tolle Syntax, aber die ist am Anfang auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. JSX, wir embedden HTML in oder XML in JavaScript-Dateien. Das ist mal das so, wie man das ganz, ganz, ganz früher in den 90ern gemacht hat, nur umgekehrt. Ist aber ein ziemlich cooles Konstrukt. Dadurch kann ich halt solche Sachen schreiben wie const configuration ist gleich config. Config und kann jetzt halt hier zum Beispiel eine XML-Konfiguration inline angeben und kann aber in dieser XML-Konfiguration wiederum auf JavaScript-Code zurück switchen und das ist JSX und das lässt sich natürlich auch irgendwie, oder das müsste man irgendwie nach JavaScript übersetzen können, weil da vielleicht einfach nur Funktionsaufrufe drunter stecken, die mir dieses Konstrukt ermöglichen. Das ist halt einfach nur so hässlich und so umständlich, das hinzuschreiben von Hand, dass ich es vielleicht lieber als XML hinschreiben wollen würde. Das ist die Idee von JSX. Und um das übersetzen zu können, kann ich Babel nehmen. Und was an Babel halt insgesamt auch noch sehr praktisch ist, ich habe also die Möglichkeit, eben wie gesagt, eigene Plugins zu schreiben und kann damit mir im Prinzip beliebige Sprachfeatures ausdenken, also was für euch irgendwie praktisch sein könnte, was ihr immer schon mal haben wolltet, könnt ihr aber damit bauen, das ist der nette Nebeneffekt, ihr könnt den Proof of Concept antreten, dass die Idee, die ihr immer schon mal haben wolltet, dass das tatsächlich funktioniert und könnt das dann sozusagen rein theoretisch einreichen als vielleicht neue Idee für ein neues Sprachfeature in JavaScript und damit können wir halt im Prinzip alle hingehen und dazu beitragen, dass die Sprache noch ein bisschen besser wird. Dankeschön.